Nur ein Flügelschlag und schon ist es Frühling. Die Krähe im Sturzflug wirft einen runden Schatten auf den gelben Fluss. Schmelzwasser. Nass bist du, nass bis in deine Gassen. Da glänzen die Schienen, da leuchten die Lichter und das Rot des Trams auf dem Teer. Du baust dich auf, breitest deine Plätze aus, schwingst Bogen um Bogen, ziehst Linien so scharf und klar. Du willst hinüber, willst den Fluss überqueren, die Autobahn überbrücken, willst Wege legen, weiterkommen, über dich hinauswachsen, hinweg, hinweg. Schilder und Leitplanken und Straßen führen aus dir hinaus. Du, Stadt aus Stein, bist gekommen, um zu bleiben. Das Zusammenkommen von x verschiedenen Leuten, also es sind über 70 Leute, die da dabei sind in diesem Buchprojekt. Das ist das zweite Buchprojekt und vielleicht sollen noch mehr Projekte daraus folgen. Es ist, sind das Verweben von Bildern und Text und Bilder, verschiedene Geschichten, die sollen Bern ein bisschen darstellen in den verschiedenen sozialen Ebenen, was Bern eben auch bedeutet. Und jetzt mit dem Startanlass? Ja, es ist schön, endlich mal schönes Wetter und es sind viele Leute gekommen, das ist lässig und wir müssen auch ein paar Bücher verkaufen, sonst wird es eng wie für jedes Projekt, es ist ja nicht ein kommerzielles Projekt und hoffe, dass wir gut rauskommen und wieder das Geld, wieder, das wir rausholen, dann auch in neue Projekte investieren können. Aber ziemlich zuversichtlich, wenn es hat relativ viele Leute da, oder? Ja, nein, sicher zuversichtlich. Ich meine, es sind 70 Leute, die mitmachen, das heisst natürlich auch, kennt auch noch jeden irgendjemand. Und genau. Wir sind zuversichtlich und klar hast du immer ein gewisses Risiko, wenn du etwas sehr selbstständig machst, schon mit Profis. Wir haben alle gratis geschafft. Aber logisch, zuversichtlich ist ein gutes Buch und hoffen auf noch weitere so Projekte. Im selben Moment, als er in seiner Kaffeetasse rührte, zweimal rechts herum, einmal links herum, den Blick über die Tische der Köpfe schweifen ließ, das Löffelchen kurz in den Mund steckte und mit einem Klirren an seinen Platz zurücklegte, schrieb ein junger Lette die letzten Buchstaben seiner Liebesworte für eine dunkelhaarige Schönheit in den Quarzsand von Churmala. Ebenfalls in diesem Augenblick verletzte sich im rumänischen Turda ein Mann beim Zwiebelschneiden am Zeigefinger der linken Hand, während am anderen Ende der Welt, in River Falls, einer kleinen, unbedeutenden Stadt in Wisconsin, eine noch minderjährige Frau das Haus ihrer Eltern verließ, um sie mit ein paar Dollars nach New York durchzuschlagen. Er schob die Kaffeetasse ein wenig zur Seite, blätterte durch die Abendzeitung, las die Schlagzeilen, schaute sich die bunten Bilder an, blieb da und dort kurz hängen, studierte sein Horoskop, nahm zufrieden zur Kenntnis, dass die Sterne günstig standen. In dem Augenblick, als er die Zeitung weglegte und wieder nach der Tasse griff, begannen Tankstellenbesitzer in Caserta, einem Ort in der italienischen Provinz Campania, sein Radio mit dem Hammer in kleinste Stücke zu schlagen, in welchem eben noch Glenn Millers Chattanooga Choo Choo zu hören war. Der war in einige Kilometer von der mongolischen Stadt Choibalsan ein Knabe in das eiskalte Wasser des Kerlens stürzte und im Dorf Himeshima, auf der japanischen Insel gleichen Namens, eine verwitwete Frau aus einem alten Traum aufschrak, in dem ihr Mann, eine grüne Krähe und ein verfaulter Kürbis vorgekommen waren. Als sein Handy piepste und er die Nachricht seiner Frau las, er solle bitte auf dem Nachhauseweg ein Brot kaufen, ein dunkles und nicht zu großes, brachte in Okaihau auf der Nordinsel Neuseelands eine Künstlerin mittleren Alters den letzten Strich auf einem Bild an,
und legte den Pinsel mit einem tiefen Seufzer zur Seite.